Sobald man vom Entwickler Remedy Entertainment hört, denkt man an so grandiose Spiele wie Max Payne, Alan Wake oder auch Control. Einen richtigen Flop hat der finnische Entwickler bis jetzt noch nicht abgeliefert. Nun, wie gesagt, bis jetzt, denn mit Crossfire X hat Remedy nun ordentlich in die Toilettenschüssel gegriffen. Das Ergebnis? Eine braune virtuelle Videospiel-Kackwurst. Die Singleplayer-Kampagne hat nämlich alles andere als die gewohnte Remedy-Qualität. Dass Remedy hier sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wird schon innerhalb der ersten Minuten des Spiels klar. Grafisch sieht die Einzelspielerkampagne von Crossfire X unglaublich altbacken aus. Egal ob Texturen, Modelle oder Details, in vielen Momenten habe ich bei diesem Ego-Shooter das Gefühl, etwas zu spielen, das bereits 10 Jahre auf dem Buckel hat. Dass die Farbpalette des Spiels wirkt, als hätte man alles mit einem Grauschleier überzogen, hilft dabei auch nicht gerade. Ich nehme an, dass alles so realistischer wirken soll, sieht aber einfach nur schlecht aus. Aber Optik ist ja schließlich nicht alles, dachten sich zum Beispiel auch die Entwickler von Deadly Premonition damals. Das sah auch kacke aus, konnte aber einen gewissen Charme entwickeln durch seine Charaktere und Story. Auch hier macht Crossfire X keinen Stich, sondern wirkt so blass wie die Grafik. Zwei der Leute des Teams im Spiel sehen sich so ähnlich, dass das ihre Beliebigkeit nochmal unterstreicht. Crossfire X versucht dann so etwas wie eine Story zu erzählen, sogar mit deutschen Sprechern, die gar nicht mal so schlecht sind. Aber das alles ist irgendwie so spannend und 0815, dass einem dabei die Füße einschlafen. Wir haben Kavanaugh verloren. Wir werden es nicht zur Grenze schaffen. Wie wär's mit Blacklists Kommunikationsturm neben dem Hotel? Du willst mit ihren Geräten Global Risk rufen? Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Okay, Grafik mies, Charaktere und Storyfahrt. Bleibt schließlich noch das wichtigste Element, die Spielmechanik. Hier kann Crossfire zum Glück nochmal richtig glänzen und reißt einiges raus. Nee, das ist natürlich Quatsch und nicht ernst gemeint. Was man hier serviert bekommt, ist ein Call of Duty, das man bei Wish bestellt hat. Und Call of Duty ist ja schon vom Anspruch ein Ego-Shooter von Wish. Bei Crossfire X hat man es geschafft, noch mehr hirnlose Moorhundballerei reinzustopfen. Gegner sind in der Regel strunzdumm und können nur durch ihre Masse überzeugen. Kommt man mal in Not, reichen 2 Sekunden in der Deckung, um wieder genügend Energie zu haben. Ach ja, und einen Zeitlupenmodus kann man hin und wieder auch nutzen, bei dem dann auch endlich die Farben etwas mehr zur Geltung kommen. Ihr merkt, ich habe nicht so viel Gutes über Crossfire X zu sagen. Alles, was ich daran sehe, ist so unglaublich veraltet, beliebig, austauschbar und langweilig, dass ich mich echt frage, warum man Remedy diesen Auftrag gegeben hat. Oder wie dieser Auftrag überhaupt aussah. Denn wenn man sich das Ergebnis so ansieht, können da nur die Praktikanten am Werk gewesen sein, die schnell am Wochenende auch mal was programmieren durften. Klar, dank Game Pass verursacht Crossfire X keine zusätzlichen Kosten. Wohlgemerkt ist auch nur eine von 2 Kampagnen darin enthalten. Aber Zeit zu investieren wäre hier komplett fehl am Platz.